eine 125er zu fahren mit B196, das heißt also ohne Prüfung, zumindest mal in Deutschland, mit einer Zusatzausbildung bei einer Fahrschule. Dazu muss man, glaube ich, mindestens 25 Jahre alt sein und so weiter. Man kann aber auch die mit dem 1er fahren. Im Ausland kann man die sogar ohne Führerschein, mit dem ganz normalen Pkw-Führerschein fahren. Aber in Deutschland ist ja alles anders, wie wir wissen. Muss man B196 machen. Hier ist Salvatore La Russa. Ganz genau, heiß werden. Kann sogar schon einen Namen von Emo. Da oben ist es drauf. Und das Ding ist so heiß. Wir haben gerade eben den kleinen Bruder gezeigt oder die kleine Schwester, die steht dahinter mit 45 km/h. Das Ding fährt wie schnell? 95 km/h. 95, so. Und es ist die Deluxe-Version. Es kommt aus dem Hause Horwin, auch noch nie gehört. Aber es wird euch ziemlich die Schuhe ausziehen, weil es ein total toller Roller ist mit zwei Scheibenbremsen, großen Scheibenbremsen und viel Deluxe-Ausstattung. Darf ich denn hier die Seitenlampen anlassen in Deutschland? Nein, wie bei dem alten, wie bei dem älteren Video, was wir eben gedreht haben, habe ich es jetzt hier ausgelassen, weil in Deutschland ist es halt eben verboten, die seitlichen Lichter anzumachen. Gut. Also was aber später nach der Auslieferung passiert, das weißt du ja selber nicht, oder was der Kunde macht? Das weiß ich ja nicht, ganz genau. So, das lassen wir da mal offen. Alarmanlage? Die EK3, die hat eine Alarmanlage, ganz genau. Die hat eine Fernbedienung, die hat auch einen Schlüssel, ja. Aber eine Fernbedienung hat sie auch. Ich kann sie gerne mal starten, da kann sie gerne mal hier auch. Mach mal. Wieder so, genau. Da starten wir mal. Boah, was für ein Scheiß. Das heißt, die macht so praktisch Geräusche beim Booten. Dann hat das ein riesen Display mit drin. Was ich ziemlich cool finde, ist, die blinkt dann auch noch. Du hast überall LED-Tagfahrlichter drumherum. Eigentlich auch an der Seite, aber die sind ja in Deutschland verboten. Mach mal bitte das Fahrlicht an. So, das ist ja Tagfahrlicht. Das ist Fahrlicht. Das ist so, und das ist das Fahrlicht. Mach mal Fernlicht. Fernlicht. Oh. Es ist irre hell, warte, ich zeig mal gerade, wo die hinleuchtet. Ja, das ist ordentlich, ne? Hast du Lichthupe eigentlich bei der? Nee. Hey. So, das ist da. Deluxe bedeutet, du hast eine andere Farbausstattung. Die gibt es auch komplett in Schwarz, nehme ich an, oder? Die gibt es auch in Schwarz. Die gibt es in verschiedenen Versionen, beziehungsweise nein, die Deluxe-Version gibt es tatsächlich nur in der Farbe. Und noch, da müsste ich jetzt lügen, müsste ich noch mal gucken, gibt es noch zwei andere Farben. Die gibt es halt eben nicht in der EK-Normal-Version. Deswegen ist es halt eben die Deluxe-Version. Die Deluxe hat halt eben auch einen braunen Sattel, braune Griffe. Und ja, Alarmanlage, glaube ich, Alarmanlage drin. Alarmanlage sowieso bei der EK3, ab EK3. Also EK3 ist immer mit Alarmanlage. EK3 ist immer mit Alarmanlage. Also Deluxe heißt hier die Ausstattung mit den Farben und so weiter. Ich zeige mal gerade die schwarze, die ist dahinter. Das ist zwar eine EK1, aber die ist baugleich. Das ist eine 45 km/h, die hat natürlich einen anderen Motor drin. Aber von der Größe her ist das ein ausgewachsener Roller. Wiegt wahrscheinlich auch ungefähr das Gleiche. Das heißt, wir sind bei, wie viel? Auch die 92 Kilo. 92 Kilo mit der Batterie. Die Batterie kann man rausnehmen, die wiegt 10 Kilo. Ja. Dann wiegt sie nur 82 Kilo. Und wer sich auskennt, gerade jetzt im Campingbereich, das ist eigentlich der Campingroller. Zeig mal gerade die Batterie, bitte. Das zeige ich dir sofort. So, Schlüssel rein. So, wenn ich jetzt nachts losfahre und ich will nicht, dass meine Frau das hört, kann man den abklemmen, den Lautsprecher, oder leiser machen? Das kann man mit Sicherheit auf jeden Fall. Also, okay, danke. Kriegt man schon irgendwo hin. Ich denke, am Anfang ist das witzig, aber wenn er nachts am Campingplatz startet. Das stimmt. So, da ist die Batterie. Genau, hier haben wir auch die Comfort-Batterie drin mit 72 Volt, 36 Amperestunden. Somit kommen wir bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h auf satte 100 Kilometer. Ja, das Coole ist dabei, du kannst hier eine zweite Batterie reinmachen, die kannst du später dazu kaufen und damit die Reichweite verdoppeln. Das heißt, du kannst auch im Speed-Modus dann ca. 100 Kilometer fahren oder im 45 km/h-Modus fast 200. Ja, ganz genau. Also ich würde es halt eben sowieso bei einer 125er würde ich sowieso empfehlen, zwei Akkus zu fahren. So, im Moment kommt ein Akku mit. Ich fahre im Moment die Suron, muss ich sagen, und die fährt so 50, 60 Kilometer Reichweite, langt vollkommen. Damit mache ich alle Stadtfahrten, die irgendwie da sind. Wenn ich die auflade zwischendurch, geht das relativ schnell oder dauert es ein bisschen? Gut, wir haben hier ein Schnellladegerät dabei mit 10 Amperestunden. Das heißt, wir haben 36 Amperestunden. Da sind wir von 0 auf 100 in 3,6 Stunden normalerweise. Gut, also das mal ausprobieren. Du hast noch nicht so lange, oder? Die habe ich erst reinbekommen, letzte Woche. Also von der Form her, du hast einen sehr tiefen Durchstieg, wie bei der Vespa. Und auch die Verarbeitungsqualität, ich habe sie eben angeguckt.
Ich war ziemlich baff, wie gut sie verarbeitet ist. Also es ist auch ordentlich groß, definitiv, ja. Man sieht es halt eben, ja, also von der Verarbeitung an den Rändern, das alles, ja, das merkt man schon. 16 Zoll oder was sind das? Nee, vorne 14, hinten 13. 13 und 14, ja. Das heißt aber viel größer als bei normalen Rollern. Das heißt Unebenheiten, gerade in Italien und so, da ist es mal schon mal ein bisschen uneben, ja, so ja. Kommt das vor. Die hat Federkomfort, hinten auch Federbeine? Ja, hinten auch. So, riesen Scheibenbremsen hat sie mit drin. Wenn du mal gerade den Lenker drehst, mal gerade weg, kann man die Scheibenbremse ein bisschen mehr sehen. Da ist ein riesen Pizzateller drauf. Und, ja, ich bin ziemlich beeindruckt. Du hast erzählt, man kann beim ADAC eine Prämie beantragen. Die heißt wie? Also nicht nur beim ADAC. Es gibt halt eben viele Unternehmen, die die THG-Prämie auszahlen. Die kriegt man schon ab 50 Kubik. Das bedeutet, ab einem großen Kennzeichen bekommt man diese THG-Prämie, das sind ca. 370 Euro. Das ist mein Zelt, also es gibt die ja auch mit 45 km/h. Genau. Für Leute, die jetzt keinen Führerschein machen wollen oder können oder keine Ahnung. So, preislich ist die jetzt ein bisschen teurer, eigentlich die 125? Ja gut, das ist klar, dass die halt eben schon ein bisschen teurer ist. Hier ist eine ganz andere Technik drin, ne? Mhm. Deswegen. So, wenn du die mal beschleunigst, Gas gibst, was sind deine Erfahrungen, die kommt? Ich habe es auch heute noch mal draußen gefahren, also beziehungsweise reingefahren, und das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. So, zwei Bremsen mit drin. Du hast auch hier drei verschiedene Fahrmodi. Fahrstufe 1 ist 45 km/h? 45, 70 und dann 95. So, und das kannst du durchschalten. Das heißt, je nachdem, wie du im Betrieb bist, dadurch wird der Motor gedrosselt. Und wenn der Motor weniger Strom kriegt, dann ist die Reichweite auch viel höher. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Prinzip. Aber sie animiert immer in Fahrstufe 3, oder? Natürlich. Deswegen kaufe ich mir eine 125er oder so einen Roller mit der Power. Ne? Wenn du sagst Fahrstufe 3 Reichweite, denkst du um die 50 Kilometer? Nö, schon ein bisschen weiter. Also wenn ich jetzt ständig mit 95 fahre, dann komme ich tatsächlich um die 50. Okay, also das langt auch mir, zumal man eine zweite Batterie machen kann. Im Campingbetrieb schon zweimal, also in Kroatien waren es immer so 8 bis 10 Kilometer im nächsten Ort. Ja. Das ist klar. Mach nochmal bitte kurz an, dass wir das mal sehen. Sie ist preislich sehr interessant. Ich darf noch keinen Preis nennen, weil das alles so ein bisschen, ich sag mal, abhängig davon ist, wie viel man kriegt, wann sie kommen und so weiter und so fort. Und die Videos ja doch sehr lange im Netz drin sind. Am besten anrufen, auf die Webseite gucken. Hast du einen Preis auf der Seite oder nur gegen Call? Nee, nur gegen Call, ganz genau. Das ist das. Wir wissen halt eben nicht, wie die Preise jetzt aussehen, wenn die neuen reinkommen. Das Ganze hängt halt eben tatsächlich von den Spritpreisen ab, also von allem. Ja. So, und deswegen haben wir uns geeinigt, okay, ist kein Verkaufstrick, sondern wenn das jetzt im Video genannt wird, XY, dass der Preis kann auch wirklich mal nach unten gehen, obwohl man ja gar nicht denkt, dass das so ist, aber im Moment spüre ich eine leichte Entspannung, habe ich das Gefühl, aber das kann ich mich auch täuschen. Ich habe das Gefühl, dass mehr Sachen aus China ankommen. Es kommen einige Sachen jetzt aus China, aber das dauert noch. Das dauert noch, ja. Also wir nennen jetzt auch hier keine Preise, weil... Ja, ich will ja gar nicht. Weil in einem Jahr kommen Kunden hier rein und sagen, ja, du hattest doch damals in dem Video gesagt, der kostet so und so viel. Das passiert heute noch, Das passiert heute noch, ja klar. Ja. Da hatten wir Videos vor einem Jahr halt eben gedreht und die wollen dann halt eben diese Preise. Das geht halt eben nicht. Deswegen sagen wir halt eben jetzt aktuell auch keine Preise. So, ich gucke nochmal auf den Namen. Horwin EK3 Deluxe, das so wird Horwin geschrieben. Alle werden jetzt googeln, wenn die Preise jetzt mal machen. Du hast einen Fachhandel, das ist was ganz Interessantes. Hast dich spezialisiert eigentlich auf Elektrofahrzeuge, hast ein paar Verbrenner noch da, noch viele? Oder? Nee, gar keine Verbrenner. Gar keine mehr? Nur Elektro. Nur Elektro. So, und das Ganze läuft immer besser. Du hast vor einem Jahr angefangen, quasi hast dich da ein bisschen eingefuchst in den Markt. Was hat sich denn rausgestellt so als Topseller? Was sind die meistverkauften bei dir? Man will es nicht glauben, aber das sind tatsächlich hier diese Shopper. Die Shopper? Ja. So. Das sind halt eben solche Spaßmobile im Prinzip. Die werden also unglaublich spannend sehen aus wie ein großes Motorrad, wiegen auch fast so viel, aber sind gut Stück leichter. Ich glaube so um die 110 Kilo. 110 Kilo haben die, genau, mit dem großen Akku. Die fahren 45? 45, 50, ja. Das ist so. Und das ist ein Spaßmobil für den Urlaub. Kannst du, machst unglaublich Aufsehen, wenn du sowas vor ein Wohnmobil stellst, glaube ich, oder? Denke ich schon, ja. Das ist ziemlich cool. Werden wir gleich mal ein Video machen. Auch die sind da. Wir drehen heute übrigens Ende Juni 2022. Aber ganz ehrlich, Horwin ist ja ein großer Wurf, oder? Definitiv, absolut. Also ich stehe voll und ganz hinter dieser Marke.
Also man sieht halt eben schon die Qualität. Ja, guckt euch bitte das Video an, EK1, da haben wir noch viel mehr Sachen erklärt. Das ist alles übertragbar quasi auf die andere Version. Das Einzige ist natürlich eingeschränkt, wenn du zwei Batterien reinmachst, dann ist der Stauraum kleiner. Dann hat man keinen Stauraum, aber dafür komme ich wieder ins Spiel und wir haben dann die Möglichkeiten, Gepäckträger und Topcase draufzubauen. Ja, vielen, vielen Dank, Salvatore La Russa. Öffnungszeiten bei dir? Montags, dienstags, donnerstags, freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Mittwochs? Mittwochs geschlossen. Mittwochs geschlossen. Das heißt Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 10 bis 18 Uhr und samstags 10 bis 14 Uhr. Du hast eine eigene Werkstatt, ihr macht viele Umbauten. Das Ganze wird auch, wenn es kommt, von dir aufgebaut, getestet. Du machst die Garantie und so weiter. Das ist das, was viele Leute nicht sehen. Oder wenn sie dann vielleicht irgendwas aus dem Internet bestellen und dann mal irgendwas ist, muss man auch einen Ansprechpartner haben. Oft sind die Auslieferungslager Polen, Bulgarien. Man kriegt die Leute vielleicht nicht richtig. Ich will das jetzt nicht schlechter machen, wie es ist, aber man kann nicht hier greifen. Du bist in Homburg an der Saar. Du weißt schon, was du dir angetan hast, die Leute. Ganz genau, ja. Also ich weiß es. Es ist eine Dienstleistung. Damit habe ich Spaß. Also es macht mir richtig Spaß. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Tschüss.